Liebe Kinder, sehr geehrte Damen und Herren, die kleine Oper Bad Homburg begrüßt euch und Sie ganz herzlich zu der Aufführung des Musicals Die kleine Entführung. Nach der berühmten Oper Die Entführung aus dem Serail von Wolfgang Amadeus Mozart. Wir bitten höflich darum, während der Aufführung die Plätze nur in dringenden Fällen zu verlassen, nicht zu essen, nicht zu trinken und die Handys auszuschalten. Die kleine Oper Bad Homburg bedankt sich dafür recht freundlich und wünscht viel Vergnügen. Jetzt kannst du es rausfähen.
Beschreibung der Marktfrau auf dem Basar stimmt, dann müsste das hier das Landhaus des Basar Selim sein. Und dann müsste sich hier meine geliebte Konstanze befinden. Oh, aber die Mauern sind hoch und gut bewacht. Guten Tag. Und der Aufseher des Basar soll ein ziemlich starker und kräftiger Krieger sein. Aber mit einer List werde ich ihn schon überwinden. Sie liebt. Da kommt jemand. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie. Oh. Sie liebt mich. Wer ein Liebchen hat gefunden, die es treu und redlich meint, lohn es ihr doch 1000 Küsse, mach ihr all das Leben süße, sei ihr Tröster, sei ihr Freund, sei ihr Tröster, sei ihr Freund, sei ihr Freund. Tralalira, 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 tralalira. Vielleicht erfahre ich etwas von diesem Alten da. Entschuldigung, ist das hier das Landhaus des Basar Selim? Doch sie träumt sich zu erhalten, schließ ihr Liebchen sorglich ein. Denn die losen Dinge haschen jeden Schmetterling und naschen gar zu gern vom fremden Bein, gar zu gern vom fremden Bein, von fremden Bein. Tralalira, 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 tralalira. Das Basar Selim Haus. Wie? Ist das das Basar Selim Haus? Das ist das Basar Selim Haus. Wache! So bleibe doch. Was wollt ihr noch? So bleibe doch. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr noch? Ich möchte gern. Vor dem muss ich mich in Acht nehmen. Aber war das nicht eben die Stimme von Blondchen, der besten Freundin meiner geliebten Konstanze? Und da, wo Blondchen ist, da kann Konstanze nicht weit sein. Ich muss in diesen Palast hinein! Aber wie? Wie komme ich in diesen Palast hinein? Blondchen, sind Sie es wirklich? Bien sûr, aber sicher. Haben Sie den Alten gerufen? Aber natürlich, einer musste sie doch retten. Ach, hat sie unsere Flaschenpost also ja, erreicht? Ja, lebt Konstanze noch? Sie lebt. Elle a que des yeux pour vous. Sie hatte nur Augen für sie.
Lalalala, wir haben viel erlebt, seit unsere Schiff von die Seeräuber gekapert wurde. Wir wurden verschleppt und auf den Sklavenmarkt zum Verkauf angeboten. Glücklicherweise hatte die Bassa Selim uns alle drei gekauft. Ihre Konstanze, meinen Petrillo und mich. Er ließ uns tout suite sofort in seinen Palast bringen. Und Konstanze wurde seine auserwählte Geliebte. Was? Seine auserwählte Geliebte? No. Konstanze soll seine Geliebte werden. Was? Konstanze soll seine... Langsam, Belmonte. Die Bassa ist eine mächtige und weise Herrscher. Er weiß, dass man Liebe nicht erzwingen kann. Also ist sie mir noch treu? Aber natürlich, wie können Sie daran zweifeln, ne? Ja. Wer war denn dieser alte Grobian, der eben ins Haus ging? Ah, das war Osmo. Osminchen! Mit wem sprichst du da? Mit niemandem, Osminchen, mit niemandem! Dann pflück mir ein paar Datteln! Gerne, Osminchen, gerne! Ja, den meinte ich. Das war Osmin. Ah. Er ist mein Herr und Gebieter. Er ist die rechte Hand von die Bassa und der Wächter von die ganze Arme. Und ich bin seine Sklavin. Ja. Sagen Sie, Konstanze, ich habe alles für eine Flucht vorbereitet. Ich habe ein Schiff im Hafen liegen, mit dem wir fliehen können. Hallo, ich habe ein Schiff, sagen ja, Sie mir das. Ja, muss man, nur langsam, noch sind wir nicht gerettet. Ah, aber ich habe da eine Idee. Die Bassa hat Petrillo ins Herz geschlossen. Wenn die Bassa jetzt gleich von seiner Ausritt zurückkehrt, soll Petrillo sie als Religionsgelehrter vorstellen. Ne? Die Bassa hat nämlich große Interesse an die jüdische, christliche und islamische Religion. So kommen sie in den Palast herein. Ne? Bleiben die Datteln! Gleich, Osminchen, gleich! Haben Sie mich verstanden? Haben Sie mich verstanden? Nein, natürlich. Aber jetzt nichts wie weg. Die Bassa muss gleich hier sein und Konstanze ist bei ihm. Was? Konstanze ist bei ihm? Ja, wit. Schnell, nichts wie weg. Manunu, wit. Konstanze ist bei ihm. Dann werde ich sie gleich sehen. Und bringe mich ans Ziel und bringe mich.
Dieser Ausritt war sehr schön. Doch hab ich Konstanze nicht lachen sehen. Immer noch traurig, geliebte Konstanze, immer in Tränen? Siehst du die weißen Nebel über Istanbul? Siehst du diesen schönen Abend? Sag, kann nichts von alledem dein Herz rühren? Diese bezaubernde Musik, meine zärtliche Liebe für dich. Konstanze, was hält dich zurück? Ach, ich liebte, war so glücklich, konnte nicht der Liebe Schmerz, war so glücklich. Überzeugen mich mehr und mehr, machen mir ihre Liebe nur noch wünschenswerter. Verzeihung, dass ich störe, dich zu wagen, Herr. Was willst du, Petrelli? Ah, ein jüngerer Mann ist angekommen, Adriano Belmonte. Er ist Religionsgelehrter aus Italien. Er hörte von deinem Reichtum, deinem Interesse für die abendländische Kultur und er ist hier und möchte sehr gerne mit dir über die verschiedenen Länder und Sitten plaudern. Das gefällt mir. Bring diesen Belmonte zu mir. Ich werde ihm mein Zimmer herrichten lassen. Hier. Oh, wo ist er? Naja. Gib ihm diesen Einlassschein. Sag ihm, er sei mir als Gast willkommen. Tut's mit. Ich bin gleich wieder da. Tür zu! Ein Religionsgelehrter aus Italien. Interessant. Mal sehen, was er mir so sagen kann. Bereite ein Gemach für uns. Ein Zimmer für unseren neuen Gast vor. Hm? Es soll ihm an nichts fehlen. Und gib Osmin zu verstehen, er soll ihn anständig behandeln. Osmin ist zuweilen etwas
aufbrausend in seiner Art. Genau, du verstehst. Und jetzt husch in den Palast hinein. Der Gelehrte wird gleich bei uns sein. Tür zu! Nein. Was wollt ihr? Zurück mit euch! Sachte, sachte, mein Lieber. Ich habe einen Einlassschein. Bassa Selim hat ihn mir gegeben. Ich werde sein Gast sein heute Abend. Wir haben viel zu besprechen. Der Einlassschein nützt dir hier überhaupt nichts, du Salatkopf aus einem vertrockneten Garten. Du magst dich unterhalten, mit wem du willst und wo du willst. Aber in diesen Palast kommst du mir nicht herein. Marsch, 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 trollt euch fort, sonst wird dir dieser Besen sogleich zu Diensten stehen, sogleich zu Diensten stehen. Ei, 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 das wäre ja schade, mit mir so umzugehen. Mir so umzugehen, so umzugehen. Komm nur nicht näher. Weg von der Tür. Komm nur nicht näher. Weg von der Tür. Sonst schlag ich drein, sonst schlag ich drein. Ich geh hinein. Sonst schlag ich drein, sonst schlag ich drein. Ich geh hinein. Sonst schlag ich drein, sonst schlag ich drein. Ich geh hinein, ich geh hinein, ich geh hinein. Oh, wo ist der Religionsgelehrte, der hier... Du hast...
Knoblauch stinkender Affenzopf. Mit dir mache ich kurzen Prozess. Es geköpft, dann gehangen, dann gespießt auf heiße Stangen, dann verbrannt, auf, dann gebunden, auf und das Zeug aus und es geschoben. Wo bist du? Hallo? Blondchen, ich warte im Garten. Ah, Osmin, wie siehst du denn schon wieder aus? Hast du dich wieder geprügelt oder was? Ah? Die Stimme kenne ich, die Luft, nix mir weg. Und außerdem, nach Affe stink ich schon mal gar nicht. Doch, du stinkst total nach Affe. Wie oft habe ich dir gesagt, dass ich das asse? Oh, lass die Tassen stehen. Von wegen, ich schmeiß die. Nein! Nicht die Gläser! Nur doch die Gläser! Wann lernst du endlich, dich wie ein zivilisierter Mensch zu benehmen, hä? Oh, dann bitte nicht die Vase! Oh! Oh! Rasieren! Oh! Ein für alle Mal! Merkt ihr das? Ich bin nicht deine Sklavin, die bei deinem Befehl der Zitter, ha? No. Da irrst du dich aber sehr. Mit europäischen Mädchen springt man nicht so um. Denen begegnet man ganz anders. Wie anders? Mm-hmm.
einer einäugigen Hyäne. Ich? Wer hat dir das alles in den Kopf gesetzt? Du hast wohl vergessen, dass der Bassa dich mir zur Sklavin geschenkt hat. Mich zur Sklavin? Dass ich nicht lache! Ich bin ein Mädchen zur Freiheit geboren! Ha! Von wegen. Und ich hätte jetzt gerne an dieser Stelle Musik! Was? Ja! Du bist die Sklavin! Ich befehle! Musik! Musik! Na, warte! Also gut, dann machen wir's so. Komm mir ein kleines bisschen näher. Ich will dir zeigen, was es heißt, dass du mich liebst, eh? Na komm schon, komm. Du bist meine Sklavin. Ich befehle dir, mich zu lieben. Ich dich liebe? Was ich gehört dir, ich sag dir das. Ich mag dich nicht, lass mich allein. Ich lieb dir raus, um frei zu sein. Du liebst mich, ich lieb dich nicht. Du brauchst mich, aber ich brauch dich nicht. Warum siehst du's nicht endlich ein? Ich will frei sein, denn frei sein. Was ich gehöre dir nicht, merk dir das. Ich mag dich nicht, lass mich allein. Ich lieb hier raus, um frei zu sein. Ich haue ab, ihr würde so sein. Macho ist mir viel zu blöd, mein Leben, Mann. Das sag ich dir, gehört nur mir. Nein. Au revoir, mon chéri. Und immer schön gute
Na, Bart. Oh, das geht ja überhaupt nicht. Bart, du kriegst gleich eine auf deinen Poppes. Setzt euch, Belmonte. Nun, zuallererst solltet ihr wissen, dass der Islam eine friedliche, friedfertige Religion ist. Ah, eine gute, wichtige und zentrale Aussage. Aha. Leider werden im Namen aller Religionen Kriege geführt und gerechtfertigt. Das ist nur allzu wahr. Die Religion an sich ist nicht daran schuld, sondern es sind die Menschen, die sie für ihre Zwecke missbrauchen. Vielleicht, um von ihren eigenen Fehlern und Schwächen abzulenken.
Dabei gibt es im Islam, im Judentum und im Christentum so einige Gemeinsamkeiten. Ja, einige Gemeinsamkeiten. Dem Koran unterliegt beispielsweise das Alte und das Neue Testament. Ja, das Alte und Neue Testament. Die jüdische und christliche Lehre, also die Tora und die Bibel, gehören zum Islam. So sind alle drei Religionen miteinander verbunden. Ah, das heißt nun also, dass ich im Koran und in der Bibel Erzählungen über Adam und Eva und die Arche Noah finde. Genau. Gemeinsam ist im Judentum, dem Christentum und dem Islam auch der Glaube an den einen Gott, den Schöpfer der Welt. Ja, setzt euch. Das haben alle gemeinsam. Setzt euch. Komm, wir wollen uns ein bisschen in den Schatten setzen. Die Hitze hier ist etwas drückend für Geist und Körper, nicht beglückend. Um 10 Uhr, um 11 Uhr, um 12 Uhr. Oh mon Dieu,
Warum müssen Männer immer nur so unpräzise sein? Ja, was soll ich anziehen? Wird es kalt? Wird es warm? Nehme ich lieber die kleine Koffer? Nehme ich lieber die große Koffer? Schmier ich noch ein paar Brote für die Reise? So was muss doch vorbereitet sein! Ja, sag mal, was guckst du denn so blöd? Na, du kapierst ja gar nichts, ne? Oh, mon Dieu! Männer und Affen kapieren gar nichts. Was glaubt ihr? Gibt es eurer Meinung nach einen richtigen oder falschen Glauben? So, ja, da ist der Tee, ja. Dankeschön. Raus! Ihr wollt von mir etwa wissen, ob der jüdische Glaube besser ist als der christliche oder der Islam? Ja. Kann man denn etwas so überhaupt beurteilen? Setzt euch! Ich will euch eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit lebte einmal ein reicher Mann im Osten unseres Landes, der hatte einen Ring von unschätzbarem Wert. Dieser Ring hatte die Kraft, den Menschen, der ihn trug, mit Weisheit und Liebe im Herzen durchs Leben zu führen. Dieser Mann hatte nun 3 Söhne, die er alle über die Maßen liebte. Als er nun spürte, dass sein Leben sich dem Ende neigte, wurde er sehr traurig, weil er nicht wusste, welchen der 3 Söhne er den Ring schenken sollte. Ah, ich verstehe. Erzählt weiter. Er brachte den Ring zu einem Goldschmied und bat ihn, diesen 2-mal genau zu kopieren. Als er nun alle 3 Ringe in den Händen hielt, wusste er selbst nicht mehr, welches der echte ist. So gut hat der Goldschmied sie kopiert. Ihr hört mir noch zu, Belmonte? Ja, natürlich. Ich bin schon wahnsinnig gespannt auf das Ende der Geschichte. Nur mit der Ruhe, mein Freund. Also, bevor der Vater starb, gab er jedem seiner Söhne seinen Segen und einen Ring, auf das alle 3 ihr Leben in Weisheit und Liebe führen mögen. Als aber die Söhne sahen, dass jeder von ihnen einen Ring bekam, zankten sie und klagten, denn jeder behauptete, den echten, den wahren Ring zu besitzen. Umsonst, denn der originale, der ursprüngliche Ring war nicht mehr zu erkennen. Ah, ich verstehe. Aber Moment, sagt ihr denn nicht am Anfang eurer Geschichte, dass nur der Träger des echten Ringes mit Weisheit und Liebe durchs Leben geführt werden kann? Die anderen können das nicht. Ja, Belmonte, aber letztendlich glaubte jeder der 3 Söhne, er habe den echten Ring. Und somit führten alle 3 ein Leben, wie der Vater es sich wünschte, mit Weisheit und Liebe im Herzen. Thank you.
unmöglich, eine Antwort auf die Frage nach dem richtigen oder falschen Glauben zu suchen. Es ist spät geworden. Erlaubt mir, mich zurückzuziehen. Aber wir sollten morgen unser Gespräch fortführen. Gute Nacht, Belmonte. Gute Nacht, Wasser. Ein netter Kerl, dieser Belmonte. Aber ich werde nicht ganz schlau aus ihm. Wieso taucht er hier auf einmal auf? Und von den verschiedenen Religionen versteht er eigentlich auch nichts. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Aber ich werde es schon herausbekommen. Ich bin gespannt auf morgen. Was? Ich verstehe kein Wort! Erzähl es mir morgen, ja? Denn morgen schallt es laut vom Turm. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wenn es doch schon vorbei wäre, wir unsere Mädels im Arm und dieses verwünschte Land im Rücken hätten. Aber jetzt oder nie. Wenn nur euer Gesetz nicht wäre, das euch den Alkohol verbietet,
Du müsstest ein Fläschchen mit mir trinken, ob du wolltest oder nicht. Wein? Mit dir? Ja, Gift und Dolch! Und Dolch und Gift, jetzt hin, Osmin. Komm on, zwei Flaschen Wein. Oh, die werden uns vortrefflich schmecken, ne? Wenn ich dem nur trauen könnte. Du, ja? Koste doch auch einmal von der großen Flasche. Du denkst, ich hätte Gift hereingetan. Oh, Sina Osmin, ich trinke aus der großen Flasche. Und zwar jetzt. Ah, siehst du? Na, misstraust du mir noch immer? Pfui, Osmin, du solltest dich was schämen. Da, nimm. Ha, oder möchtest du lieber die kleine Flasche haben? Gib mir die große. Aber wenn du mich verrätst... Ich? Niemals. Je suis ton ami. Was? Ich bin doch dein Freund. Ha? Bacchus, lebe Bacchus, war ein braver Mann. Lieber Bacchus, Bacchus, lebe Bacchus, der den Wein erfand. Es leben die Mädchen, die Blonden, die Braunen. Sie leben hoch. Sie leben hoch. Wie war Bacchus, Bacchus, lebe Bacchus, der den Wein erfand. Wie war Bacchus, Bacchus, lebe Bacchus, der den Wein erfand. Es leben die Mädchen, die Blonden, die Braunen. Sie leben hoch. Sie leben hoch. Hey, Brüderchen. Doch nicht alles auf einmal, der steigt dir zu Kopf. Keine Sorge, ich bin noch ganz, ganz nüchtern. Nüchtern. Aber das ist wahr. Wein ist ein Schön. Wein ist ein Schön. Wein... Ein geiles Gesicht! Gift und Teusch! Oh, schmeckt vortrefflich! Ja! Nicht wahr? So, weiter! Austrinken! Ja, so ist gut! So, und jetzt wollen wir uns schlafen legen, ne? Schlafen? Schlafen! Ihr schämst du dich denn nicht? Ich noch. Schlafen. Es ist doch kaum Mitternacht. Time.
Hey! Belmonte! Alles schläft, alles ist ruhig. Ja, alles ist ruhig! Ich meine, alles ist so still wie am Tag nach der Sintflut, Belmonte. Bitte was? Ich höre nichts. Lauter. Ach nein, es muss ja ruhig sein. Also, ich habe folgenden Vorschlag. Moment, ich habe Osmin hier. Moment! Also, die Leiter steht auf dem linken Flügel des Hauses, klettert sich dort auf den Balkon. Dort befindet sich Konstanzes Quartier und ich... Moment! Also da, wo die Blümchen stehen, dort befindet sich Konstanzes Quartier. Ich schleiche mich zu Blondchen und dann nix wie los. Und dann schön auf das Zeichen warten. Das war nicht das Zeichen. Jetzt kommt das Signal zur Entführung. In mein Land gefangen hatte langes schwarzes Haar, Seufzer und Nacht und beide gar, wollt gerne lüset sein, wollt gerne lüset sein. Ja, jetzt stehe ich hier und nichts passiert. Da kam aus fernen Lande hier ein tapferer Rittersmann, dem jammerte das Mädchen sehr, ach, lief erbat ich Kopf und Ehr. Wenn ich sie retten kann, wenn ich sie retten kann. Ja. Komm mal zum Ende, bitte, Leo. Ja, noch geht alles gut, noch rührt sich ja hier nichts. Hallo, jetzt komm doch endlich, mein Blondchen. Pedrillo, da bin ich. Ach. Pedrillo, wo bist du? Oh, mon Dieu. Wie kann man jetzt noch schlafen? Minu, mein kleines Schweinchen, komm zu dir, wir müssen weg. Na, komm. Wir wieder jetzt in das Quartier von meinem Blondchen. Diebe? Nein. Mörder? Nein. Ihr werdet dann... Entführer! Entführer! Entführer darf er nicht entkommen! Ja, klasse. Jetzt müsst ihr ihre Köpfe rollen. Gift und Deutsch! Aua! Autsch! Die Hexe schnelle zu. Hüpfen will ich, lachen, springen und ein Freudenliedchen singen, denn nun hab ich vor euch Ruh. Denn nun hab ich vor euch Ruh. Brüderchen, Brüderchen, wer wird denn hier so ein Geschrei machen? Also, es ist so gewesen. Ich wollte nur mit meinem Mädchen ein klein wenig... Was? Was? Natürlich, mit deinem Mädchen ein klein wenig spazieren gehen. Weil du so besoffen warst. Was? Weil du nicht so gut aufgelegt warst. Na, Hundesohn! So glaubst du mich so überlisten? Na, warte. Mit dir war ein kurzer Prozess. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Erst geköpft, dann wirst du gehangen, dann gespießt. Und jetzt hole ich den Basser. Warte nur. Oh!
weißt du, warum diese Wut? Das tut den Ohren gar nicht gut. Was gibt's? Verrat! Verrat? Ja, den schrecklichsten Verrat, Herr! Dein Sklave Pedrillo wollte meine schöne Blonde entführen! Unerhört! Ha. Oh, die Gesellschaft wird ja immer größer, da kommen noch Constanze und Belmonte. Der große Religionsgelehrte, den du auf Anraten des Sklaven Pedrillo in deine Dienste genommen hast, wollte deine Constanze auch entführen. Nur meiner Wachsamkeit hast du es zu verdanken, dass sie noch hier sind. Gift und Dolch, jetzt sollen ihre Köpfe rollen. Betrügt man so in deinem Land und deiner Religion seinen Gastgeber? Schweig! Constanze, ist es möglich, missbrauchtest du so meine Liebe? Herr, das ist mein Geliebter, dem lange schon mein Herz gehört. Um seinetwillen flehe ich um Gnade. Gern will ich den Tod erdulden, aber schone nur sein Leben. Unverschämte! Du wagst es für ihn zu bitten? Eine Entführung aus meinem Serail zittert und bangt vor meinem Urteil. Osmin! So wütend habe ich ihn noch nie gesehen. Osmin, was macht das schon? Nein, den Basso. Er schenkte uns sein Vertrauen. Durch unseren Fluchtversuch hat er sein Gesicht verloren. Was wird er tun? Der Basse hatte recht. Ich habe nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe ihn betrogen. Aber ich wollte dich retten, Liebste. Du konntest nicht anders. Ich vertraue darauf, dass der Basse ein weiser und gerechter Herrscher ist. Dafür habe ich ihn immer bewundert. Ich fürchte mich, Belmonte. Was passiert, wenn auf deinem Schiff ein Verräter entdeckt wird? Du meinst mich, oder? Was passiert, wenn auf deinem Schiff ein Verräter entdeckt wird? Sag es mir, ich will es wissen. Nun, er wird von Bord gestoßen und den Haifischen zum Fraß vorgelegt. Ja, genau. Ist das immer so? Bei Verrätern? Immer. Dann sei der Himmel uns gnädig. Hier im Palast wackeln alle Wände. Heute setze ich dem Ganzen ein Ende. Nun, Belmonte, zitterst du? Erwartest du dein Urteil? Herr, gern will ich den Tod erdulden, aber schone nur sein Leben. Herr, kühle deine Rache an mir. Ich habe dich betrogen. Ich bin es nicht wert zu leben. Belmonte, ich habe dich durchschaut. Du bist gar kein Religionsgelehrter. Du hast mich lediglich durch eine List täuschen wollen, um Constanze zu befreien. Das ist nur allzu menschlich. Seht, nicht die Religionen sind gut oder schlecht. Es sind die Menschen. Erhebt euch. Nimm diese Erkenntnis mit in deine Heimat. Nimm deine Freiheit, nimm Constanze. Du bist kein Gegner für mich. Was? Ich kann es nicht glauben. Das glaube ich. Herr, vergib. Ich hoffe, du wirst nie bereuen, meine Liebe ausgeschlagen zu haben. Herr, darf ich es wagen, auch für unsere Freunde Blondchen und Pedrillo um Gnade zu bitten? Lass sie von denen nicht überlisten. Sie haben schon hundertfach den Tod verdient. Den sollen sie in ihrer Heimat suchen. Man geleite alle vier Gefangenen auf ihr Schiff. Alle vier? Mein Blondchen auch? Osmin, mit der hast du doch keine ruhige Minute. Glaube mir, bei mir bist du besser aufgehoben, als du denkst. Ja, ihr habt sie mir doch zur Sklavin geschenkt. Ich möchte, ihr habt kein Recht mehr. Sie gehört mir, sie ist meine. Ich will sie haben und niemand anders. Ich werde bersen. Osmin, beruhige dich. Wen man durch Liebe nicht für sich gewinnen kann, den soll man sich vom Halse schaffen. Hier werd ich deine Mut vergessen, mein Dank nach dir. Ich sehe mal nicht.
Ich will zum Abschluss also mich nochmal ganz herzlich bei den Lehrern bedanken, die die ganzen... Oh, jetzt sind sie alle weg, die sollten eigentlich hier auf der Bühne bleiben, aber naja, Dankeschön. Also jedenfalls möchte ich jetzt die Lehrer auf die Bühne bitten, die uns... Unglaublich gut. Der Musikschule Bad Homburg und Friedrichsdorf erstmals hier im Theater, erstmals als Orchester formiert mit über 35 Spielern unter der Leitung von Iris Wehrhahn. Kommt rein! Aus der orientalischen Renaissance. Okay, das reicht. Also, das reicht. Tschüss. Tschüss.